vielleicht ein bisschen zu souverän und nicht so mitreißend wie etwa die Franzosen Dorothée Blancpain und Michael Anguera, der Publikumsliebling in der Wiener Stadthalle. Wir haben sie schon vorhin gesehen bei der Fußtechnik. Vielleicht haben sie es gehört, beide noch ganz jung, sie erst 14 Jahre alt, er nur 3 Jahre älter. Und sie gehen noch zur Schule, haben also Zeit, jeden Tag mindestens 3 Stunden zu trainieren. Hier jetzt ein Todessturz mit einer halben Schraube. Ein bisschen mit ihrem Trainer unterhalten und er meint, sie sind angesteckt von Rock'n'Roll-Akrobatik wie von einem Grippevirus und bekommen ihn auch nicht mehr los. Ein gestreckter Rückwärtssalto. Seit langem also wieder ein französisches Spitzenpaar, das ganz nach vorne kommen könnte. Ein bisschen erinnern mich die beiden an den italienischen Profi-Weltmeister Chiodoni. Vor allem Michael hat einen ganz ähnlichen Stil. Ja, und wenn er wirklich einmal solche Erfolge feiern kann wie der Italiener, dann kann er wirklich zufrieden sein. Seit 3 Jahren tanzen die beiden erst zusammen, seit einem halben Jahr in der höchsten Klasse, in der A-Klasse. Man merkt natürlich noch leichte Unsicherheiten. Es fehlt auch ein bisschen die Erfahrung, aber wirklich ein sehr schwungvolles Programm. Und sie haben zumindest einmal das deutsche Paar Sabine und Andreas Fricke hinter sich gelassen. Das sind jetzt schon die Italiener Pierangelo Peranazzo und Roberto Serraglio. Der Welt- und Europameister der Amateure, Riccardo Fessarin, er fehlt ja. Er bereitet sich intensiv für die Weltmeisterschaft in einer Woche in München vor. Und das ist das italienische Meisterpaar Pierangelo Peranazzo und Roberto Serraglio. Ganz locker schauen die schwierigsten Figuren auf der Todessturz bei diesem Paar aus. Sie waren vor einer Woche in Bern Vierter bei der Europameisterschaft. Katharina ist also, war sie jetzt etwas weit vom Partner weg. Aber Roberto hat sie noch rechtzeitig wieder eingefangen. Auch das eine wirkliche Figur. Zuerst war die Krawatte übergehend in die Delaine. Bei der Delaine dreht der Partner die Dame um den eigenen Hals und die Dame dreht sich gleichzeitig noch um die eigene Achse. Schon die Schlussphase in diesem sehr schwungvollen Programm der Italiener. Ein Vorwärtssalto zum Abschluss. Und das wird ganz knapp. Das Programm etwas souveräner durchgetanzt als die Franzosen, vielleicht auch mit etwas mehr Schwierigkeitsgraden. Also durchaus ein 2. Platz im Bereich des Möglichen. Denn jetzt kommt der große Favorit. Jetzt kommt Konrad Klein mit seiner Ehefrau Monika aus Deutschland. Die beiden haben ja die erste Weltcup-Veranstaltung in Toulouse souverän gewonnen. Und sie sind auch hier die Favoriten auf den Sieg in der Wiener Stadthalle. Ihre Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen. 1986 Zweite der Weltmeisterschaft, 87 dann ein Pechjahr mit einigen Verletzungen. Und heuer Deutscher Meister und bei der Europameisterschaft Zweiter, geschlagen nur vom Italiener Tesserin, der hier in der Wiener Stadthalle ja nicht dabei ist. -7, -7, -7, -7, -7, -7, -7, -7, -7,
Beobachten Sie einmal Konrad Klein, er lacht immer, sucht immer den Kontakt mit dem Publikum, will zeigen, dass ihm das Rock'n'Roll-Tanzen absoluten Spaß macht. Dabei ist er privat ein ganz ruhiger Mensch, vom Beruf Buchbinder. Aber beim Rock'n'Roll-Tanzen, da kommt er so richtig in Form. Die beiden trainieren auch schon den doppelten Salto, wollen hier in Wien aber nichts riskieren. Nächstes Wochenende in München wird man ihn aber sicherlich sehen. Das war der Taucher, der Todessturz nach vorne. Bei den beiden werden die Akrobatikfiguren sehr gut ins Programm eingepasst. Sie bleiben immer im Rhythmus und schaffen die Übergänge sehr leicht. Sie haben auch ein spezielles Trainingsprogramm mit einem eigenen Choreografietrainer und Sportakrobaten. Und nach der Weltmeisterschaft in München wollen sie zu den Profis wechseln. Das war das schwierigste Programm. Die beiden haben auch keine Fehler gemacht, außer vielleicht ein paar Kleinigkeiten.